Wir sind in dieser Serie rein, ich muss mich hier schnell einrichten. Eine Reise durch 4 Jahrtausende durch, wo wir anschauen, die Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt und wo wir auch gesehen haben, die Geschichte, die er mit seinem Volk geschrieben hat. Angefangen beim Abraham, wo er berufen hat, wo er daraus heraus nachher ein Volk gemacht hat, das gross geworden ist. Wir haben gesehen, wie das Volk aber auch immer wieder sich von Gott wegbewegt hat, nicht mit ihm unterwegs war, wie Gott trotzdem treu war mit dem Volk, das Auf und Ab, das es gegeben hat. Wir haben gesehen, wie sie haben wollen werden wie alle anderen Völker rundum, und nicht Gott als einen König haben wollen, sondern einen menschlichen König haben wollen, wo sie regiert. Wir haben gesehen, was das für Folgen hatte, wie es abwärts gegangen ist mit ihnen, wie sie schlussendlich am Tiefpunkt sogar im Exil gelandet sind, haben aber auch gesehen, wie selbst dort Gott das Volk wieder zurückgeholt hat und haben in dem Ganzen ihnen auch erlebt, wie durch das ganze Alte Testament durch immer wieder so Hinweise darauf sind, dass eines Tages einer kommt, der grösser ist. Dass eines Tages der Messias, das heisst der Gesalbte, kommen wird, wo das Volk ganz wird befreien. Und das ist das, was da passiert ist, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Das Erstaunliche an dem ganzen, an dieser ganzen Geschichte ist, dass es das Volk zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gegeben hat. Andere Völker, die wir in der Bibel davon lesen, Philister, Hethiter, Amalekiter und so weiter, die existieren nicht mehr. Die sind ausgerottet worden, die sind ausgelöscht worden, die haben sich angefangen zu vermischen mit den anderen Völkern, da hat es keine Identität mehr gehabt. Und dann so ein bisschen, wenn wir das Alte Testament anschauen, so vom letzten Prophet im Alten Testament, dem Malachi, bis zum Neuen Testament, wo Jesus gekommen ist, vergehen eigentlich nochmal 400 Jahre, über die wir in der Bibel praktisch nichts lesen. Es sind 400 Jahre vom Warten und auch in dieser Zeit ist es weitergegangen mit diesen grossen Ups und Downs. Das Volk hat zwar wieder in diesem Land gelebt, aber nach dem Exil war es nie mehr ganz so wie vorher. Sie sind nie mehr zu dem Glanz gekommen, zu dieser Selbstbestimmtheit, die sie hatten unter dem David und unter dem Salomo. Sie sind immer unterdrückt von anderen Völkern. Zuerst waren es Perser, dann die Griechen. Schlussendlich, wo Jesus auf die Welt kam, in dieser Zeit sind die Römer an der Macht. Sie sind zwar zwischenzeitlich mal wieder ein eigenes Königreich gewesen, haben sich mal kurz befreit, aber auch das hat nicht lange angehalten. Und es sind auch in dieser Zeit immer wieder Leute auftreten, wo sie gemeint haben, das könnte jetzt der Messias sein. Und das ist dann eben schlussendllich doch nicht gewesen. Und das Tragische ist, dass dann, wo der Messias eigentlich wirklich gekommen wäre, wo Jesus dann schlussendlich gekommen ist, der, der wirklich versprochen war, sie ihn abgelehnt haben. Schlussendlich sogar umgebracht haben und das Kreuz genagelt haben. Warum? Weil sie eine andere Vorstellung davon hatten, wie der Messias eigentlich sein sollte. Ihr Modell, von was Israel eigentlich sein sollte, war das, wie es unter dem Salomo, unter dem David war. Und ihre Vorstellung war, wenn der Messias kommt, garantiert, der wird es wieder so machen, wie es dort war. Der wird uns zu dieser Grösse anführen. Der wird die Römer aus dem Land rauskatapultieren, rausschicken. Und wir werden wieder ein Königreich sein, das so glorreich und gross ist, wie das, wo wir vorher waren. Eigentlich eine Mega-Tragödie, oder? Jesus ist anders gekommen, als sie sich vorgestellt haben. Und es ist eigentlich besser, wie er gekommen ist. Es ist besser, wie er gekommen ist. Und ich habe mich gefragt, so ein bisschen, mir nachgedacht, hey, wie oft ist es vielleicht auch so, dass wir manchmal Gott nicht erkennen, wenn er kommt, wenn er handelt in unserem Leben, wenn er uns möchte begegnen, weil wir vielleicht eine andere Vorstellung haben, wie er das machen müsste, wie das sich anfühlen müsste, was er doch eigentlich müsste tun. Vielleicht stehen wir manchmal auch in der Gefahr, dass wir so eine fixe Vorstellung haben, wie das Volk das hatte, wie Gott sein sollte, was er sollte tun und verpassen wegen dieser Vorstellung, wenn Gott wirklich kommt und verpassen, dass er vielleicht ganz anders handelt, als dass es wir uns würden vorstellen. Wer ein bisschen mehr über die ganze Geschichte möchte lesen, dem kann ich das Buch empfehlen. Da geht es wirklich über die ganze Story von der Bibel. Einmal quer durch, mega viel, ich habe Hintergrundinformationen. Ihr dürft mich sonst fragen nach dem Buch. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Wir sind im Neuen Testament angelandet, im Jahr 0, bei Jesus. Und das grossartige Neue an dem ist, dass Jesus sagt, hey, neu sind alle.
Ich bin für alle gekommen. Es geht nicht nur ums Volk Israel, sondern alle Menschen dürfen jetzt unabhängig von ihrer Herkunft zu Gottes Volk gehören. Im Epheser steht das so gut, wird das erklärt. Im Epheser 2, 12 bis 13 heißt es: Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Wir alle gehören dazu, zu dem Volk von Gott. Nicht nur die lieblichen Nachkommen Abraham, im Neuen Testament heißt es Gott um die geistlichen Nachkommen Abrahams. Und das sind wir, sobald wir uns zu Jesus bekennen. Dann sind wir ein Teil geworden von dem Volk. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, was passiert oder was ist da an dieser Gabelung? Aber passiert, was heisst das für die Juden? Was für Konsequenzen hat das? Und das wollen wir heute ein bisschen genauer anschauen. Die andere Linie, das ist die Geschichte der Chile. Die werden wir nächsten Sonntag ein bisschen genauer anschauen mit der Steffi. Ich freue mich schon mega drauf. Aber heute wollen wir anschauen, was heisst denn das für das Volk Gottes, für die Juden, für Israel? Und es gibt unterschiedliche Ansichten darüber. Und eine Ansicht, die mega lang in verschiedensten Varianten vertreten worden ist, ist, dass Gott das Volk dort fallen lassen hat und gesagt hat, hey, ich nehme mir mit der Chile ein neues Volk, eine neue Familie. Dass er da sozusagen einen Cut gemacht hat und gesagt hat, hey, die haben meinen Sohn verworfen, die haben ihn ans Kreuz genagelt, die haben ihn umgebracht. Ich suche mir ein anderes Volk. Jetzt ist fertig. Jetzt ist zu viel. So quasi im Sinn von, dass Gott mit dem Volk einen Weg gegangen ist, bis endlich das Ziel erreicht war, ist Jesus und jetzt sagt, okay, und jetzt ist gut mit dieser Erwählung, jetzt geht es eben mit allen denen weiter, die an Jesus glauben und das Volk Israel, das ihn verworfen hat, so quasi enterbt. Und wir möchten diese Linie ein bisschen genauer anschauen heute. Und für das machen wir ein bisschen Geschichte. Es ist spannend. Ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, Geschichte. Und ich weiß, wenn da ein paar Lehrer. Ich versuche es spannend zu machen. Es ist auch nicht nur rein Geschichte, einfach auch für die, die das vielleicht jetzt hier zu befürchtigen haben. Aber wir schauen da zwischendurch mal ein Video. Und ich nehme euch mit auf die Reise. Und es wird eine schnelle Reise. Wir gehen vom Jahr 0 bis zu heute. Bis jetzt haben wir immer so kleinere Abschnitte gehabt. Auch dort manchmal viel. Heute 2000 Jahre Geschichte im Schnelldurchgang durchkommen. Wir steigen ein, 70 Jahre nach Christus, nachdem Jesus gekommen ist. Die grosse Katastrophe passiert. Nach verschiedensten Aufständen in Palästina greifen die Römer hart durch. Zeloten und andere sind die, die sich gewehrt haben, die gesagt haben, jetzt muss fertig sein mit diesen Römern. Und nach einer langen Belagerungszeit durch die Römer fällt Jerusalem. Und ich lese euch da vor, wie das ungefähr zu und her gegangen ist. Der Angriff der Belagerer setzte im Norden an. Als erstes wurde die Burg Antonia erobert. Dann wurde der Tempel angegriffen, in dem sich vor allem Priester verschanzt hatten, die bis zuletzt am Opferdienst festhielten und auf ein Eingreifen Gottes zur Rettung seines Heiligtums hofften. Doch am 9. ab, das ist Ende Juli, am gleichen Tag, an dem Nebukadnezar 587 vor Christus Jerusalem erobert hatte, traten die Römer durch die in Brand gesteckten Tempeltore in den äußeren Vorhof ein. Am Tag darauf griff das Feuer auf den inneren Vorhof und das Heiligtum über. Tausende, darunter auch Frauen und Kinder, die dort Zuflucht gesucht hatten, kamen in den Flammen um oder wurden von den römischen Soldaten niedergemacht. Der Tempel wird niederbrennt, zerstört bis auf Grundmauern, alles kaputt. Und es passiert eigentlich das, wo Jesus im Lukas 19, 41 bis 44, bis im Einzug in Jerusalem vorhergesagt hat.
für die Juden eine Katastrophe. Und die Folgen von diesem Krieg waren brutal. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu einem Drittel der jüdischen Bevölkerung in diesem Gebiet dem Krieg zum Opfer gefallen ist und dass viele Juden, die früher noch Land besessen haben, nach dem Krieg kein Land mehr besessen haben, enteignet worden sind. Und dann, 135 Jahre nach Christus, wieder so ein grosser Aufstand. Wahrscheinlich, weil der römische Kaiser Jerusalem einen neuen Namen hat geben wollte, nochmal neu hat aufbauen und dort, wo der Tempel gestanden ist, gesagt hat, dort machen wir jetzt einen Tempel für Jupiter. Ein direkter Angriff eigentlich auf die jüdische Identität gesagt und auf Gott. Ein Jude namens Simon bar Kochba, vor einigen ist auch er als Messias angeschaut worden, hat den Aufstand angeführt. Und auch der ist ganz schlecht rausgekommen. Schlussendlich sind je nach Quelle zwischen einer halben und einer Million Juden umgebracht worden. 100'000 sind als Sklaven nach Rom und in alle Welt verschleppt worden. Und nur ganz wenige Leute sind in Israel übrig geblieben. Die römische Provinz Judäa hat einen neuen Namen bekommen, Syria-Palästina. Und der Zugang zu Jerusalem ist den Juden unter Todesstrafe verboten worden. Die Stadt ist neu aufgebaut worden, hat einen neuen Namen bekommen, Aelia Capitolina. Und der Tempel für den Jupiter ist auf dem Tempelberg errichtet worden. Ein Tiefpunkt in der Geschichte von dem Volk. Gottes Volk ist am Ende. Es ist nicht einmal mehr ein Schatten eigentlich von dem, was Gott dem Abraham ursprünglich mal versprochen hat. Kein Land, kein Tempel und sie sind verschleppt gewesen in alle Welt. Ich mache da als Zeichen ein paar Ruinen. Da ane. Und es ist nicht viel besser weitergegangen für das Volk. Selbst im Mittelalter, überall wo sie angekommen sind, hat es immer wieder Judenverfolgung gegeben. Ihnen ist vorgeworfen worden, sie würden Brunnen vergiften, sie würden Pest verbreiten. Man redet in dem Zusammenhang von dem Judenpogrom. Und die Folge war, dass an vielen Orten Juden verfolgt worden sind, beraubt worden sind, dass man ihnen das Land weggenommen hat oder dass sie sogar umgebracht worden sind. Immer wieder hat es so Aufflackerungen von diesen Verfolgungen. Oft ist sogar die Kirche in dem Ganzen federführend gewesen, hat das Ganze initiiert und angezettelt. Und da kann man sich schon fragen, ja, hat euch Gott jetzt mit seinem Volk wirklich endgültig gebrochen? Ist es genug gewesen? Er hat ihnen ja schliesslich auch im Alten Testament immer wieder ganz deutlich gesagt, was die Folgen davon sind, wenn sie sich von ihm abwenden. Und wenn man die Geschichte so anschaut, könnte man das wirklich meinen, oder? Dass das ist, was passiert ist, Grund hätte Gott in dem Sinn genug gehabt. Aber wenn wir jetzt nochmal so die ganze Geschichte anschauen, vom Alten Testament, wie sich das durchgezogen hat, die 2000 Jahre, müssten wir es eigentlich ein Stück weit ja besser wissen. Weil wir haben gesehen, wie Gott das Volk, egal in welchen Ups und Downs, nie ganz verloren hat. Und es wäre wie ein Stück weit ja komisch, wenn er das jetzt aufs Mal würde machen. Wir haben immer wieder gesehen, Gott ist treu, selbst wenn sein Volk nicht treu ist. Und wir werden heute in diesem Schnelldurchlauf sehen, dass Gottes Volk immer noch Gottes Volk ist. Dass Gott seinen Weg mit dem Volk immer noch weitergeht, auch heute. Und dass ganz am Ende, schlussendlich, die Geschichte von den Kirchen und von dem Volk Gottes wieder wird zusammenkommen. Wir lesen davon im Römer 9 bis 11, die paar Kapitel für die, die es nachlesen wollen. Wir gehen heute nicht genauer auf den Teil ein, sondern eher auf die andere Geschichte. Und wir kommen jetzt zu einem theologisch vielleicht teilweise ein bisschen umstrittenen Punkt, wo ich aber finde, es lohnt sich, dass wir den mal ein bisschen genauer anschauen. Wer sich mit den Propheten aus dem Alten Testament ein bisschen genauer auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es mega viele Prophetien darin gibt, die am Volk Israel gelten, direkt, wo sie angesprochen werden. Und mega oft ist es gar nicht so einfach, denn das auch irgendwo können geschichtlich zuordnen und sagen, ja, um welchen Zeitpunkt handelt es jetzt da?
Viele Prophetien im Alten Testament reden von dieser Rückkehr in das versprochene Land. Und tatsächlich, das wissen wir ja, die ist ja auch passiert. Nach dem Exil sind sie wieder zurückgeführt worden. Aber es gibt viele Stellen, wo ganz klar ist, da handelt es sich um die Rückkehr. Und dann gibt es aber auch andere Stellen, wenn man die anschaut und schaut, was dort passiert ist und wie die Geschichte weitergegangen ist, wo man merkt, das passt irgendwo nicht so ganz. Und wo sich die Frage stellt, ja, auf was bezieht sich jetzt das? Irgendwie auf das Exil, das dort war, passt es wie nicht so recht. Zacharia, Jesaja, Jeremia, das sind alles Propheten, die viel so Prophetien hatten. Im Konzept sind ein paar Stellen drin, für die, die es nachlesen möchten. Und eine von denen, wo es eben vielleicht nicht ganz so klar ist, möchte ich anschauen mit euch, das ist Amos 9, Vers 15. Dort heisst es, ich pflanze sie wieder in ihr Land ein und niemand wird sie dann mehr herausreißen, denn dieses Land habe ich, der Herr, ihr Gott, ihnen gegeben, mein Wort gilt. Und wenn wir die Geschichte anschauen, dann merken wir, entweder hat sich der Amos geirrt und Gott hat es nicht so gesagt, oder dann kann es sich nicht auf das Exil beziehen, weil da sind sie wieder vertrieben worden. Da ist ihnen das Land wieder entrissen worden. Also, wie wir uns vorstellen, bezieht sich das auf eine andere Rückkehr. Vielleicht eine, die später sein könnte, oder auf was schaut es. Und wir schauen jetzt so ein bisschen genauer an, was in den letzten 100 Jahren, oder ein bisschen mehr, sich abgespielt hat, und schauen, wie das vielleicht auf die Prophetie könnte passen. Wir machen darum einen rechten Sprung ins Jahr 1897. Und wir springen mit dem auch gerade zum Theodor Herzl. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es war eine Zeit, wo es immer noch mega viel Judenfindlichkeit gegeben hat. Und wirklich niemand hat irgendeinen Gedanken daran verschwendet, dass es jemals wieder einen jüdischen Staat oder ein Land geben könnte für die Juden. Sie sind in Europa und überall verstreut gewesen, haben in Kommunen und so weiter gelebt. Und immer wieder ist es auch da zu Anfindungen gekommen, zu Ungerechtigkeiten gegenüber dem Volk. Und er hat das gesehen. Und gerade angesichts von einem speziellen so einem Fall hat das etwas in ihm ausgelöst und er gesagt hat, das kann nicht sein, ich muss etwas machen. Und das schauen wir uns in einem kleinen Filmausschnitt an. Theodor Herzl beobachtet die Affäre. Antisemitische Ausbrüche in einem aufgeklärten Land, in den Spitzen der Gesellschaft, im Europa der Jahrhundertwende. Das wird für ihn zum Schlüsselerlebnis. Er ist überzeugt, für Juden gibt es in Europa keinen sicheren Ort. Nur auf eigenem Boden könne das jüdische Volk sein Schicksal frei gestalten. Herzl schreibt ein Buch, in dem er seine Vision umreißt. Er nennt es Der Judenstaat. Im Casino von Basel ruft Herzl bereits ein Jahr später einen jüdischen Kongress ein. 200 Männer und Frauen, gewählte Delegierte aus 24 Ländern, folgen seiner Einladung. Rabbiner, Studenten, Geschäftsleute und Professoren. Sie beschließen ein Programm zur Förderung jüdischer Ansiedlung und zur Bildung einer gesicherten Heimstätte in Eretz Yisrael. Herzl ist überzeugt, dass hier Araber und Juden in Frieden zusammenleben können. So wird Basel zum Schauplatz der Weltgeschichte. Theodor Herzl notiert nach dem Kongress in sein Tagebuch: In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sage, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50 Jahren, wird es jeder einsehen. Basel, hä? In Zürich, der Zwingli, der Galvin, der war, glaube ich, in Genf. In der Schweiz sind schon ab und zu mal ein paar wichtige Sachen passiert. Hä? Das ist cool. Genau. In Basel hat er den erste Zionistenkongress ins Leben gerufen. Und es war ein Anfang, gewesen, ein kleiner. Aber auf jeden Fall hat es wie so einen Stein ins Rollen gebracht. Eine Bewegung ist losgetreten worden. Die Sehnsucht nach einem Land ist grösser geworden. Irgendwann war es so weit, gewesen, dass von Großbritannien am Herzl der sogenannte Uganda-Plan präsentiert worden ist. Und der war so, gewesen, dass in Kenia
dem Volk Israel hätte 13.000 Quadratkilometer als ein Zufluchtsort zugestanden werden, wo sie hätten wohnen können, wo sie hätten können unter sich sein. Vielleicht eine Art, ein erster Schritt, oder? Ein erstes Zugeständnis. Schlussendlich ist es anders gekommen. Nach dem Zionistenkongress haben immer mehr Juden von sich aus angefangen, in ihre Heimat in Palästina zurückzukehren. Die Kibbutz-Bewegung hat angefangen. Es sind Juden, die sich zusammengeschlossen haben zu so gemeinschaftlichen, man hat das auch genannt, Wehrsiedlungen. Wo sind so genossenschaftliche Siedlungen gewesen, wo sie größtenteils selbstversorgend in dem Land gelebt haben, sich etwas aufbauen haben, den harten Boden, es ist sehr viel trocken in Israel, angefangen haben, bebauen und als Selbstversorger versucht haben zu leben. Eigentlich noch recht eine schlaue Idee, weil ihnen vielleicht die anderen dort auch nicht gerade freundlich gesinnt gewesen sind. 1906 ist der David Ben-Gurion in das verheißene Land eingezogen. Ein Mann, der schon seit Kind auf eine grosse Leidenschaft für und eine Sehnsucht nach dem Land hatte. Und er hat sich mega stark für die Organisation und den Aufbau von einer israelischen Unabhängigkeit an diesem Ort eingesetzt. Es war dann so, dass Palästina, das ganze Gebiet, nach dem Ersten Weltkrieg zu einer Region geworden ist, wo es keine Staaten mehr gegeben hat und wo durch die Engländer verwaltet worden ist. 1939 hat die Zahl der jüdischen Siedler schon 265.000 Personen betreut und die Lage hat sich ein Stück weit auch immer mehr zugespitzt. Sie sind mehr geworden, sie haben mehr Ansprüche gehabt, die anderen haben sich gewehrt und die Lage ist immer schwieriger geworden. Und dann, am 14. Mai 1948, an dem Tag, wo die Briten sich hätten zurückziehen sollen aus dieser Region, hat David Ben-Gurion in Tel Aviv Unabhängigkeitserklärung vom Staat Israel vorgelesen. Der Staat ist gegründet worden. Und wir schauen auch für das nochmal einen kurzen Filmausschnitt. Aber bis seine Idee politische Realität wird, dauert es noch ein halbes Jahrhundert. Am 14. Mai 1948 verkündet David Ben-Gurion die Gründung des Staates Israel. Der Davidstern auf blau-weißem Grund, das Symbol der Zionisten, wird zur Flagge der jüdischen Nation. Mit der Unabhängigkeitserklärung bricht eine neue Epoche in der jüdischen Geschichte an. Eine Epoche, die auch gezeichnet ist von Kriegen. Herzls Traum vom friedlichen Zusammenleben der Kulturen hat sich nicht erfüllt. Doch ganz in seinem Sinne ist Israel heute eine moderne Demokratie. Nach fast 2000 Jahren plötzlich Israel wieder ein Staat. Und dass das auch passieren konnte, ich meine, das müssen wir uns wirklich mal so ein bisschen vor Augen führen, das ist schon mehr als einfach nur erstaunlich. Das Volk, das hätte effektiv nicht mehr dürfen existieren. Israel hätte schon längstens ausgerottet sein. Man kann auch von einem Wunder ein Stück weit reden. Früher sind die Völker zersplittert worden, aufteilt in alle Orte, verteilt worden und relativ schnell haben sie sich mit den Leuten dort verbunden und haben ihre Identität verloren, weil sie sich vermischt haben mit den anderen Völkern. Im Volk Israel ist das nicht passiert. Egal wo sie gewesen sind, ihre Identität und ihre Tradition sind sie treu geblieben. Sie haben das babylonische Exil überlebt. Sie haben die Zerstörung von Jerusalem 70 und 135 nach Christus überlebt. Den Holocaust überlebt. Und sozusagen gibt es wirklich eigentlich keinen Grund, warum das Volk noch müsste oder hätte sollen existieren und doch haben sie es geschafft. Es war aber auch ein mega riskantes Unterfangen gewesen, an dem Zeitpunkt, den Staat einfach so auszurufen. Und noch in der Gründungsnacht haben Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien dem sehr jungen Staat den Krieg erklärt. Also eigentlich alle Nachbarsländer und eigentlich ein absolut übermächtiger Gegner. Und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, sich zu behaupten und schlussendlich einen Waffenstillstand mit diesen Ländern aushandeln können.
Und mich hat das irgendwo so ein Stück weit daran erinnert, wie man doch im Alten Testament immer wieder lesen, wie das Volk riesigen Gegner gegenübergestanden ist, wo sie zahlenmässig und auch kräftemässig eigentlich unterlegen gewesen sind und wo sie doch schlussendlich mit Gottes Hilfe darüber können triumphieren. Es ist weitergegangen. 1987 hat Israel wieder kämpfen. Ägypten ist mit 1000 Panzer und fast 100'000 Soldaten an der Grenze von Israel aufmarschiert. Israel hat einen Luftwaffenpräventivschlag gemacht, ausgeholt. Die anderen Länder haben eingegriffen, der 6-Tage-Krieg hat gestartet. Israel gegen Ägypten, Jordanien und Syrien. Und wieder ist Israel gegen einen viel grösseren, mächtigeren Gegner als Sieger hervorgegangen, hat in diesem Krieg sogar Jerusalem zurückerobern. Selbst dann war es noch nicht fertig. Es ist nochmal ein Krieg gekommen und zu dem schauen wir uns nochmal ein kurzes Video an. Der 6. Oktober 1973. Zehntausende ägyptische Soldaten überqueren den Suezkanal und greifen die israelischen Verteidigungslinien an, die es nach dem Sechstagekrieg 1967 errichtet hatte. Die ägyptische Armee überrascht Israel sozusagen im Schlaf, denn dort wird der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur, begangen. Der Autor Abraham Rabinowitsch hat ein Buch darüber geschrieben. Wer den Krieg gewonnen hat, fragt er, Ägypten hat den Krieg gewonnen, Israel hat den Krieg gewonnen, beide Seiten in gleichen Maßen. Ägypten hat sein Territorium zurückerobert und wichtiger, durch die frühen Erfolge seinen und den arabischen Stolz. Israel hat den größten politischen Volk errungen, den es sich vorstellen konnte, Frieden mit dem größten arabischen Land. Während die Ägypter auf der Sinai-Halbinsel zuschlagen, durchbrechen syrische Panzerverbände die Waffenstillstandslinie von 1967 auf den Golanhöhen und stoßen in Richtung Jordantal vor. Doch schon zwei Wochen später stehen israelische Soldaten dank US-Unterstützung am Westufer des Suezkanals, nur 70 Kilometer von Kairo entfernt und 30 Kilometer vor Damaskus. Eine ganze ägyptische Armee wird auf dem Sinai eingekesselt. Die Sowjetunion droht einzugreifen. 1978 kommt es unter amerikanischer Vermittlung zum Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel. Bis heute spürt man die Folgen in der Region. Bis heute hat es nicht wirklich Frieden gegeben in dieser Region. Und ist es immer noch schwierig, wird immer noch ab und zu gekämpft. Und trotzdem wird irgendwo die erstaunliche Geschichte von Israel bis heute weitergeschrieben. Und haltet immer noch an. 2010, das ist 67 Jahre nach Gründung, ist Israel die 36. grösste Volkswirtschaft der Welt geworden und die 3. grösste in Asien. 2018 ist Israel auf Platz 10 der innovativsten Länder dieser Welt gekommen, ein Platz vor Amerika. Platz 5 in der Hightech-Dichte. Israel ist heute die einzige wirklich Demokratie im Nahen Osten mit Meinungs- und Pressefreiheit und auch Religionsfreiheit. Und Israel hat heute 9 Millionen Einwohner, davon sind 3,5 Millionen Einwanderer aus allen möglichen Ländern. Und an das erinnert irgendwo ein Stück weit zurück, wie Gott im Alten Testament gesagt hat, aus allen Ecken und Enden der Erde werde ich mein Volk zurückführen. Vielleicht nochmal, oder, wenn man das alles betrachtet, das ist schon nochmal ein bisschen mehr als einfach nur erstaunlich. Und gerade wenn man es mit diesen Prophezeiungen aus dem Alten Testament in Zusammenhang bringt, dann leitet es schon ein Stück weit den Schluss nach, dass da Gott vor unseren Augen heute am Geschichtsschreiben ist und wir das dürfen miterleben zu der Zeit, wo wir heute drin leben. Ich würde jetzt aber gar nicht zu fest auf das eingehen, sondern eher uns die Frage stellen, was machen wir jetzt das mit dem? Was machen wir jetzt mit dem? Was bedeutet das für uns heute? Und ich möchte ein paar Punkte für das herausheben. Ich glaube, das eine ist, dass es uns herausfordert, uns die Frage zu stellen, was ist meine Haltung in dem Ganzen? Was ist meine Haltung zu Israel? Vielleicht lehnst du Israel eigentlich eher ab. Vielleicht sogar eine Abneigung gegenüber Juden da? Oder siehst du sie als Gottes Volk, das er anscheinend immer noch liebt? Und ich glaube, wenn Gott sein Volk
auch heute noch liebt und für sie schaut, dann sind auch wir ein Stück weit dazu aufgefordert, das Volk zu lieben. Und dass wir uns nicht falsch verstehen, oder? Das heisst jetzt nicht, dass jeder von uns muss ein absoluter Israel-Fan werden und wir jeden Tag für Israel beten und dass wir eine Fahne daheim aufhängen und so weiter. Um das geht es gar nicht in dem Ganzen. Aber wir sollten uns schon ein Stück weit vielleicht bewusst werden, dass unser Schicksal und unser Glaube mega eng mit dem vom Volk Israel verbunden ist. Und dass das unentzweibar ist, dass das ein Stück weit zusammengehört und dass Gott uns als Kirche und das Volk Israel schlussendlich wieder zusammenführen wird. Es ist auch nicht nur, weil wir beide den gleichen Gott haben, sondern weil es Gottes Plan ist, dass Israel und die anderen Völker in einer Beziehung zueinander stehen sollen, wo sie sich gegenseitig segnen. Im 1. Mose 12, 2 Vers 3 heisst, das ist ein Vers, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen, wo Gott dem Abraham verspricht, wo er, dass er ein Volk aus ihm macht. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und der Vers, der wird mega oft sehr egoistisch ausgelegt. Nämlich, wenn ich Israel segne, dann segnet mich Gott auch. Dann erfahre ich Gottes Segen, dann meint sehr speziell gut mit mir. So quasi, als wäre es ein Rezept, um auf dieser Erde zu mehr Segen zu kommen, oder? Ich habe das schon öfters gehört. Es geht da aber um ein gegenseitiges einander segnen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Israel ist von Gott zum Segen für die anderen Völker auserkoren worden. Er sagt, ihr sollt ein Segen sein für die anderen Völker. Und es wäre dumm, wenn irgendjemand das, was für uns zum Segen gedacht ist, nicht würde auch segnen. Und ich glaube, das ist die Idee, die Gott da möchte sagen. Hey, Israel ist zu eurem Segen, dann sollen wir doch das auch segnen. Das ist das, was er sich wünscht. Und es geht in dem darum, dass man versteht, dass wir sollen Israel wohlwollend gegenüberstehen. Weil er sein Volk zu unserem Segen auserwählt hat, dass er sie für uns ein Segen sein und wir für sie sollen ein Segen sein. Nicht darum, dass wir möglichst viel Segen einfach überkommen. Und es geht in dem Ganzen auch nicht darum, dass es unsere Aufgabe wäre, durch Gebet für Israel quasi die Verantwortung für das Volk oder quasi die Verantwortung für das Geschehen und den Frieden und alles im Nahen Osten zu übernehmen. Ich glaube, wir unterschätzen Gott, wenn wir das Gefühl haben, dass das von uns abhängt. Israel ist in allererster Linie Gottes Volk. Und er hat schon immer für das Volk geschaut. Er hat sie aus Ägypten herausgeführt und er hat auch heute Geschick von seinem Volk in seinen Händen. Es ist mir an dieser Stelle auch wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass man alles, was Israel macht, gut heissen sollen. Und als Gott gewollt, müssen wir betrachten. Israel ist nicht ein einfaches Volk und das hat, glaube ich, das Alte Testament auch schon sehr deutlich gezeigt. Das hat man dort schon sehr deutlich gesehen. Und das hat sich wahrscheinlich auch bis heute nicht geändert. Es ist auch nicht ein perfektes Volk, das alles richtig macht. Und so wie es im Alten Testament Konsequenzen gehabt hat, wenn Israel andere Länder, andere Menschen ungerecht behandelt hat, Gott hat sie genug oft auf das vorbereitet und ihnen gesagt, schaut, dass sie genau das nicht machen. Und glaube ich, genau so wird es wahrscheinlich auch heute Konsequenzen haben. Aber es ist in Gottes Hand und nicht in unserer. Und wir dürfen also durchaus auch ein Stück weit differenziert sein, wenn es um das Thema geht. Israel gegenüber, wohlwollend gegenüber Israel sein, heisst nicht, dass wir einfach blindlings alles gut heissen, was dort läuft und was sie machen. Aber wir können auch mega viel lernen aus dieser Geschichte heraus. Was immer mit dem Volk auch passiert ist, durch jede Unterdrückung durch, Israel hat immer seine Identität behalten. Sie haben ihre spezielle Identität, die ihnen Gott gegeben hat, nie verloren. Egal, was sie ist. Sie haben, durch das sind sie wahrscheinlich angegangen. Das war wahrscheinlich öfters Schuld daran, dass sie verfolgt worden sind, dass es ihnen nicht gut gegangen ist, weil sie anders waren. Anders sind. Und wir können davon lernen. Weil wir als Christen, wir gehören auch zu Gottes Volk. Und auch wir sind berufen in dieser Welt, wo wir sind, anders zu sein. Andere Werte zu haben. Und für die anzustehen. Das zu demonstrieren, das zu zeigen. Und es stellt uns die Frage, sind wir bereit, auch anders zu sein und anders zu bleiben,
auch wenn es die Welt rundum uns möchte verändern. Und auch dort, wo es vielleicht für andere Menschen schwer verständlich ist. In diesen Punkten, wo wir vielleicht anecken, wo wir eben vielleicht angefindet werden, wenn wir anders sind, stehen wir zu unserem Gott und zu unserer Identität als Christen. Oder gleichen wir uns so an, dass es gar nicht mehr möglich ist, uns zu unterscheiden von anderen. Und das gilt für uns alle. Frage, wo stehst du in der Gefahr, dich so fest anzugleichen, dass man dich nicht mehr als Volk Gottes erkennt? Israel hat einen Auftrag gehabt, genauso haben wir heute einen Auftrag. Als Chile, als Einzelpersonen, wir sind Gottes Volk. Wir sollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir sollen seine Nachricht raustragen. Wir sollen uns für die anderen Völker, für die anderen Menschen ein Beispiel sein. Und Israel musste Konsequenzen davon tragen, wenn sie das nicht gemacht haben. Und wir sollen es besser machen. Und nicht ins Gleiche hineingehen. Und dann, glaube ich, schlussendlich fordert uns die Geschichte vom Gottes Volk auch raus, Gottes Handeln in unserem eigenen Leben nicht zu verpassen. Es zeigt uns auf, wie gefährlich das ist, wenn wir so vorgefertigte Bilder haben, wie Gott sein müsste, wie Gott handeln müsste, was Gott doch eigentlich tun müsste, wenn wir so Vorstellungen und Erwartungen an ihn haben. Er handelt mega oft einfach anders, als wir das Gefühl haben, es müsste doch jetzt so sein. Die Frage ist, gibt es auch in deinem Leben vielleicht Bereiche, wo du in der Gefahr stehst, zu verpassen, Gottes Handeln, das, was Gott möchte tun, weil du eigentlich weißt, wie er doch sein müsste, wie er sich dir zeigen müsste. Oder könnte es auch sein, dass du Gott in gewissen Bereichen vielleicht sogar abgelehnt hast, weil er nicht so sich gezeigt hat, wie du hast wollen oder wie du erwartet hast, weil du das Gefühl gehabt hast, es sollte es sein. Und vielleicht ist heute der Tag, dort sich einfach auch nochmal aufzutun und sagen, hey, ich lasse mich nochmal ganz ein auf die Art und Weise, wie Gott ist. Ich mache einfach nochmal ein leeres Blatt und lasse Gott Gott sein. Ich lasse mich auf ihn ein, versuche ihm zu begegnen. Versuche ihm so zu begegnen, wie er mir möchte zu begegnen. Ohne ihn Bedingungen zu stellen. Ich möchte beten. Jesus Christus, danke, dass du uns angenommen hast, dass wir dürfen dein Volk sein heute. Dass du auch uns möchtest segnen, auch uns möchtest brauchen. Danke aber auch für deinen Weg und deine Treue mit dem Volk Israel. Der Weg, wo du gegangen bist mit ihnen, dass du sie trotz all dem Ganzen nie losgelassen hast. Dass du selbst heute zu deinen Versprechungen stehst, die du gemacht hast. Danke, dass wir dürfen wissen, dass das auch für uns gilt. Dass wenn du Israel treu gewesen bist, dass das auch uns bist. Dass wir dürfen wissen, dass du uns nicht im Stich lässt. Jesus, wir wünschen uns, dass als Volk Israel, dein Volk dich erkennen als ihren Retter, dass sie dich annehmen dürfen, dass sie dürfen zu einem Frieden finden mit den Ländern rundherum, dass du da Lösungen schenkst, wo es bis jetzt keine Lösungen gegeben hat. Jesus, ich bitte auch einfach, dass wir dein Handeln, die Begegnungen mit dir nicht verpassen, weil wir irgendeine Vorstellung haben, wie das sein müsste. Und dass wir immer wieder dürfen einfach auftun für die unterschiedlichsten Art und Weise. Und dass dürfen offen sein, dass du uns möchtest anders begegnen, als wir es uns vielleicht vorstellen oder das Gefühl haben, es müsste sein. Schenk uns da Weisheit, schenk uns da Offenheit. Und brich du dort so Mauern ab, die wir irgendwie aufbauen haben aus Enttäuschung, weil wir dich vielleicht nicht so erlebt haben, wie wir das Gefühl hatten, es müsste sein. Amen.